Also, herzlich willkommen alles zusammen an Sie und euch zum 11. Vintage Computing Festival hier im Jahre 2024 an der HTW hier in Berlin, also eine neue Location. Mal schauen, wie es in Zukunft aussieht, ob wir vielleicht uns auch hier wieder treffen. Auf jeden Fall sind wir jetzt erstmal hier und zwar in den Gebäuden G und H. Das hier ist das Gebäude G, hier sind die Ausstellungen und im Gebäude H gibt es einen Raum mit Computerspielen, an dem heute Abend auch die musikalische Bildungsveranstaltung stattfinden wird und in dem morgen der Lötworkshop für Kinder auch stattfinden wird. Dazu sind alle herzlich eingeladen, sowohl zum einen als auch zum anderen. Hier im Hörsaal finden alle Vorträge statt, die man sich auf der Webseite anschauen kann. Ich habe hier eine Übersicht. Netterweise fange ich gleich als Erster mit meinem Vortrag an, also nach der Begrüßung hier. Ja, ich bin natürlich ganz froh, dass das Vintage Computing Festival Berlin hier stattfinden kann. Und deswegen gebe ich auch kurz an Andrea Knaut ab, Frau Professor Dr. Andrea Knaut, die hier als Gastgeberin für die HTW fungiert und uns netterweise geholfen hat, hier unser Festival durchzuführen. Ja, schönen guten Morgen an euch alle, an Sie alle. Wir freuen uns, dass ihr es hierher geschafft habt. Das war bestimmt gar nicht so einfach, uns zu finden. Ja, ich sehe schon Kopfschütteln. Ja, also ihr betätigt euch hier auf jeden Fall sportlich, ne? Das habt ihr schon gemerkt. Hier macht man ordentlich Wege. Ist ein schönes altes Industriegelände, passt also fürs Vintage Computing Festival. Ich betreue auch mit das HTW Computer Museum, eine kleine illustre Sammlung mit auch vielen Robotron-Rechnern noch. Wir befinden uns ja hier im Ostteil Berlins. Da ist einiges geerbt worden von den alten, von der alten Hochschule, von unserer Vorgängerhochschule. Ja, was soll ich sagen? Wir haben das Vintage Computing Festival hier eingeladen und wir sind sehr stolz, dass ihr da seid, weil unsere kleine Sammlung immer so ein bisschen, naja, so eine Randerscheinung ist hier in der Hochschule. Also wir sind, habe ich vorhin schon Stefan gesagt, so ein bisschen wohlgelitten. Und manchmal kommt jemand vorbei und sagt, hey, ist ja geil, an dem habe ich früher auch gearbeitet. Und wenn man dann sagt, hey, willst du nicht mitmachen, dann sind sie ganz schnell wieder weg. Es ist halt so eine Nerd-Geschichte, ne? Also so, wir freuen uns halt eigentlich, dass ihr da seid, auch um so ein bisschen zu zeigen, es gibt noch mehr von uns. Ja. Hm? 3 bis 4. Sagt doch sowas nicht. Also erzählt schön rum und schickt Leute her. Wir versuchen auch noch ein paar auf der Straße einzusammeln und wünschen euch viel, viel Spaß. Wenn ihr Fragen habt, kommt gern zu mir, HTW Computermuseum. Wir machen jede Stunde eine Führung. Es kommen auch noch altgediente Ehemalige, die im Museum immer noch also so Workshops, Aktivitäten machen, Schulklassen rumführen. Der Rüger Oswald, der wird hier heute auch noch einen Vortrag halten um 14 Uhr. Und der ist von 11 bis 15 Uhr da und macht sowieso die besten Führungen von uns dreien. Vielen Dank. Viel Spaß. Okay. Ich sage noch ein, zwei organisatorische Dinge. Falls Fragen auftauchen oder Probleme, könnt ihr euch an den Helpdesk wenden, der vorne im Eingangsbereich ist. Ich habe mir sagen lassen, dort gibt es auch gegen ein kleines Geld, auch für kann man auch mit Karte zahlen, Snacks, weil hier in der Nähe ja doch etwas schwierig ist, die Versorgungssituation. Und Getränke gibt es natürlich auch. Was? Und Tassen? Und, also man kann natürlich haufenweise VCFB-Merchandising-Tassen kaufen. Das gibt's auch, ja. Die musikalische Bildungsveranstaltung startet heute Abend um 19 Uhr, das will ich noch gesagt haben, auch drüben im Gebäude H, in dem großen Raum, also schaut euch den ruhig an. Und bei Fragen, die der Helpdesk nicht klären kann, Andrea und ich oder Leute, die wie ich dieses Orga-T-Shirt tragen, kann man auch immer ansprechen und wir versuchen dann, wenn das uns möglich ist, alle Probleme zu klären. Im Moment haben wir, glaube ich, noch ein kleines Stromproblem, aber auch daran wird gearbeitet. Insofern hoffen wir, dass das alles hier glatt über die Bühne geht. Wir wünschen viel Spaß und wir sehen uns dann gegebenenfalls morgen Nachmittag wieder hier. Dann findet die Abschlussveranstaltung statt. Dort werden die Zuschauerpreise für die beste Ausstellung vergeben und dann gibt es noch mal ein paar Worte von uns zum Ausklang. Okay, viel Spaß und am besten gleich sitzen bleiben für meinen Vortrag.